in den Verhandlungen um die Schuldenproblematik Griechenlands scheint es doch jetzt größere Schritte voranzugehen. In der Nacht haben sich die Parteispitzen der Übergangsregierung darauf verständigt, zum großen Teil den Forderungen des Internationalen Währungsfonds und der EU nachzugeben, nach härteren Sparmaßnahmen, nach einem strengeren Reformprogramm. Zwar nicht in allen Teilen hat man zugestimmt, aber zum ganz überwiegenden Teil. Und das erleichtert doch die Börsianer, weil sie sagen, das ist schon mal ein Schritt, ein Blick in die richtige Richtung. Der DAX steigt um 61 Zähler oder 0,9% auf 6810 Punkte. Die Privatanleger hier an der Börse Stuttgart rechnen im weiteren Tagesverlauf aber wohl eher mit nachgebenden Kursen. Der DAX vom aktuellen Niveau aus gesehen, denn hier werden mehr Put-Optionsscheine und Short-Zertifikate zur Stunde gekauft. Der OBAX-Sentiment-Index entsprechend deutlich im Minus. Und im weiteren Tagesverlauf werden wir auch Nachrichten bekommen von der Europäischen Zentralbank, denn der EZB-Rat tagt heute. Es wird wohl keine Veränderung bei den Leitzinsen geben, so wird es zumindest erwartet oder nicht erwartet, je nachdem, wie man will. Und es soll wohl auch keine weiteren großen Stützungsmaßnahmen hinsichtlich der Finanzkrise geben. Aber der Notenbankpräsident Mario Draghi wird sich wohl im Anschluss an die Zinsentscheidung, an die Bekanntgabe in der obligatorischen Pressekonferenz Fragen gefallen lassen müssen, ob sich denn die EZB nicht an der Umschuldung Griechenlands beteiligen möchte, ob sie das denn wohl nur den privaten Gläubigern überlassen will. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel, dass die EZB die auf die von ihr gekauften Staatsanleihen anfallenden Zinserträge vielleicht verzichten könnte und. Da ist man sich aber im EZB-Rat im Moment noch uneinig. Aber die EZB gerät bei dieser Frage zunehmend unter Druck. Wir haben eine ganz erfreuliche Nachricht von den Einzelwerten, nämlich vom Autobauer Daimler mit 9 Milliarden Euro operativem Ergebnis. Das ist fast ein Viertel mehr als im vergangenen Jahr. Hat Daimler einen Rekordgewinn eingefahren und das honoriert die Aktie. Mit 4,3% geht es nach oben auf 46,52 Euro. Das wird auch viele Privatanleger freuen, die im Besitz auch von länger laufenden Call-Optionsscheinen auf die Daimler-Aktie sind.